So, da sind wir auch schon wieder in dem nächsten Video, nämlich wie createn wir unsere Werkbank ab. Nämlich, ich habe nämlich auch damals, was heißt damals, vor 3 Tagen, nämlich probiert, guck mal, Upgrade, was fehlt uns denn? Upgrade zur Stufe 2. Aber wie mache ich das Ganze? Das ist halt das, was ich meine. Es ist eigentlich nichts selbst erklären, sondern man muss es halt irgendwie entweder durch Glück herausfinden oder aber es gibt so einen netten YouTuber wie mich. Kappa. So. Was müssen wir machen? Richtig, wir brauchen Feuersteine. Und wo finden wir Feuersteine? Richtig, am Wasser. So, wir holen uns aber noch gerade einen Knüppel in die Hand, weil hier rennen nämlich viele rum. Und haben wir hier schon, da sehen wir schon, Feuersteine aufheben. Weil ihr kriegt nämlich bestimmt angezeigt, ihr könnt den Gegenstand noch nicht hinbauen, den wir gleich mitmachen wollen. Also, Feuerstein aufheben. Neues Material Feuerstein, Feuerstein Axt und wie immer war links alles viel zu schnell. Neues Objekt Hackholzklotz. So, jetzt gehen wir nämlich nochmal hier hin. Zack, Werkbank aufstellen. Immer noch, Stufe 2 fehlt. Was müssen wir machen? Richtig, Hammer in die Hand, Rechtsklick, Verschiedenes. Und da sehen wir nichts, aber bei Dekoration auch nicht. Herstellung, da ist er. Und das Hackholz, der Hackklotz, ich habe immer Holz im Kopf, ist mit einem Sternchen versehen. Das Sternchen brauchen wir, um die auf Stufe 2 zu setzen. Was brauchen wir? 10 Feuersteine. Und wo haben wir eben gesehen, sind welche? Richtig, wir müssen wieder ans Wasser. Ich hasse hier die, also der Baumodus ist echt eine Katastrophe, finde ich. Also der gefällt mir gefühlt überhaupt nicht. Immer mit diesem R drücken und Gegenstand weg. So, wir brauchen 10 Stück davon. Zack, erstmal hier alles umkloppen. Gucken, ob ich das schon kann, obwohl... Ja, also easy. Zack, dann haben wir Stein Nummer 2, Stein Nummer 3. Wir gehen weiter, das sind normale Steine. Zack. Wir suchen weiter. Komm, wir probieren es einfach mit der Faust. Zack, auch noch. Hier war noch einer. Aber wie gesagt... Feuersteine findet man, wie gesagt, immer nur am Wasser. Also sonst habe ich noch keinen gefunden. Werden ich da gerade Blödsinn erzählen? Gerne in die Kommentare schreiben, aber am Wasser, nur am Ufer, findet man halt diese Feuersteine. Aus geschichtlichen Gründen oder auch natürlichen Gründen würde mich mal echt interessieren, warum das so ist. Wenn mir da irgendeiner weiterhelfen kann, gerne auch in die Kommentare schreiben, komm, greift mich an. Ich muss aufpassen, ich habe nur noch 9 Leben. Wie viele Feuersteine haben wir? 7. Da hinten sehe ich noch einen. Im Wasser sind die natürlich auch gerne versteckt. Jetzt haben wir den 8. Ah, hier ist noch einer. 8er, 9. Einer fehlt noch. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt wieder nach Hause. Was man zu Hause nennen kann. Ihr seht ja, ich habe das zu Hause jetzt nur... für die Videos extra so ganz simpel gebaut, damit es halt wirklich einfach erkennbar ist. So, wie man sieht, ich bin mich schon wieder schön am Verlaufen. Muss aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Zack, ab. Oh, doch gestorben. Der Fail des Jahres ist da. Dann haben wir auch schon beim ersten Tutorial nochmal, wie man stirbt. Aber wir haben ja, wie ich eben schon in dem anderen Video gezeigt habe, unser Bett schon aufgebaut. Heißt, wir spawnen direkt wieder hier vorne. Aber wir müssen natürlich jetzt unsere Sachen erstmal holen. Ah, der Rabe sagt uns jetzt wahrscheinlich, ja, du bist gestorben. So. Aber ich denke mal, wer jetzt noch da ist, wird eh schon wissen, worum es geht. Ihr müsst natürlich dann hingehen, den Holzklotz aufstellen und schwuppdiwupp habt ihr dann eure Werkbank auf Stufe 2. So, jetzt machen wir das Ganze mal besser. Dann direkt zum Bett hin, beziehungsweise zur Werkbank. Noch schnell, zack, schnell was zu essen mitholen. So, da haben wir schon wieder unsere Werkbank. Zack. Was sehen wir? Erstmal alles reparieren. Aber wir müssen wieder ins Baumenü. Dafür unseren Hammer in die Hand, Rechtsklick und den Klotz hinstellen. Der muss aber definitiv, wie man sieht, hier so zu weit weg. Ihr seht, er hat keine Verbindung zur Werkbank. Wir müssen ihn schon in der Nähe haben von der Werkbank. Aber wir können ihn auch hier hintersetzen, falls er einem nicht so gefällt. Wir setzen ihn jetzt nämlich wirklich einfach hier hin. Zack. Und wir sehen schon, Werkbank Stufe 2, Feuerpfeil und normale Pfeile.
So, ich sag ja. Menü, nicht gut. Menü, gar nicht gut. So. Normalen Gegenstand in die Hand, Werkbank und ihr seht hier oben rechts, wir sind auf Stufe 2. Wir können jetzt herstellen, Feuerpfeil, Holzpfeil konnten wir vorher schon, die Hacke. Ihr seht, wir können schon so viel jetzt herstellen. Feuerstein, Axt ist jetzt möglich. Aber ich würde sagen, euch ging es ja nur darum, wie könnt ihr das Ganze upgraden. Ich habe euch erklärt, wo die Feuersteine sind. Einfach einen aufheben, 10 Stück sammeln und schon könnt ihr diesen Klotz setzen. Und ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Gern ein Abo da lassen, gern einen Daumen nach oben. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns eventuell beim nächsten Video. Haut rein.